Ach, Josef, langsam wird mir der Weg schon beschwerlich. Meine Füße tun so weh und mir ist irgendwie etwas sonderbar zumute. Was meinst du, Maria? Es geht doch wohl nicht schon los. Doch, die Zeit ist da. Ich werde unser Kind bald zur Welt bringen. Oh nein, Mann, gut, dass wir schon in Bethlehem angekommen sind. Seit Tagen sind wir schon unterwegs. Der Weg war sehr beschwerlich, vor allem für Maria, denn sie ist hochschwanger und ganz schön dick. Maria, wir sollten schleunigst ein Zimmer finden. Komm, lass uns dort drüben im Gasthaus fragen. Lieber Wirt, so lasst uns ein. Nein, nein, nein. Es soll auch nicht dein Schaden sein. Nein, nein, nein. Beim nächsten Mal schaut früher rein. Wir konnten gar nicht schneller sein. Meine Frau bekommt ein Kind. Ist's mein Problem, haut ab geschwind. Lieber Wirt, so lasst uns ein. Nein, nein, nein. Es soll auch nicht dein Schaden sein. Nein, nein, nein. Beim nächsten Mal schaut früher rein. Wir konnten nicht viel schneller sein. Meine Frau bekommt ein Kind. Ist mein Problem, haut ab geschwind. Lieber Wirt, so lasst uns ein. Nein, nein, nein. Es soll auch nicht dein Schaden sein. Nein, nein, nein. Warum schaut ihr nicht früher rein? Wir konnten nicht viel schneller sein. Meine Frau bekommt ein Kind. Gott steh uns bei, zum Stall geschwind. Dort seid ihr auf der sicheren Hut. Nur Mut, es wird schon alles gut. Das Stroh ist frisch und deckt euch zu. Ochs, Rind und Esel geben Ruh. Die Krippe, wo sonst frisst das Rind, nehmt dann als Bett für euer Kind. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Ich bring euch gute neue Mär. Der guten Mär bring ich so viel. Davon ich sing und sagen will. Die Nacht ist still. Die Tiere ruhen. Wir haben heute nichts mehr zu tun. Lasst uns nun schlafen. Wer gibt Acht? Ich übernehme die erste Wacht. Um Mitternacht kannst du mich wecken. Ich kriech nun unter warme Decken. Ich übernehme die letzte Schicht, bevor der helle Tag anbricht. Ich lege mich ganz nah ans Feuer. Das Dunkel ist mir nicht geheuer. Ach, wär doch nur vorbei die Schicht. Was ist das für ein helles Licht? Erwacht, Kollegen, schnell, ganz schnell. Ich fürchte mich, es ist so hell. Und dabei ist's erst Mitternacht. Erwacht, Kollegen, schnell, erwacht. Ein helles Licht hat uns geweckt, ein helles Licht hat uns erschreckt. Ein Licht jetzt mitten in der Nacht, das hat uns alle wach gemacht. Was kann das sein? Was ist geschehen? Dort drüben schaut, seht ihr sie stehen? Um sie herum ist helles Licht. Ihr Hirten, fürchtet euch doch nicht. Wer steht vor uns im hellen Schein? Wir wollen euch zur Seite sein. Als Boten Gottes sind wir da. Hört zu, was heute Nacht geschah. Habt keine Angst, ihr Hirtenleut. Wir bringen euch viel Freude heut. Gottes Sohn ist euch geboren. Und ihr seid alle auserkoren, zu schauen, wo des höchsten Kind im Stalle liegt bei Ochs und Rind. Er bringt viel Liebe in die Welt, was uns Engeln gut gefällt. Beeilt euch, bleibt nicht länger stehen, lauft schnell zum Stall, um es zu sehen. Seht ihr den Stern? Gebt auf ihn Acht, er führt zum Wunder dieser Nacht. Viele Engel sind schon da und singen froh ihr Gloria. Und wenn ihr wieder seid zurück, erzählt den Menschen von dem Glück, das ihr erlebt habt in der Nacht, als ihr bei eurem Schafen wacht. Was war das für ein helles Licht? Ich traute meinen Augen nicht. Was waren das für schöne Lieder? Die möchte ich hören, immer wieder. Gewickelt in Windeln, ob die Engel nicht schwindeln? Uns ist heute der Heiland geboren und wir sind dazu auserkoren? Wir wollen nicht länger hocken und warten. Auf, greift eure Stöcke und lasst uns starten. Euch ist ein
geboren, ein Kindelein so zart und fein, das soll euer Freud und Wonne sein. Josef, schau dir unser Kind an. Ich bin so glücklich, dass alles gut gegangen ist. Gott sei Dank. Ja, mir geht es genauso. Mir war soeben, als ob Engel gesungen hätten. Auf jeden Fall ist Jesus eingeschlafen. Jetzt kannst du auch ein bisschen ausruhen, Maria. Ich bin viel zu aufgeregt. Josef, wir bekommen Besuch. Traut euch nur, ihr lieben Hirten. Ihr seid die Ersten auf Erden, die Gottes Sohn besuchen. Und da hinten sehe ich noch eine ganze Karawane kommen. Mit Kamelen. Wollen die etwa auch zu uns und unseren Sohn besuchen? Balthasar, Kaspar, ich glaube, wir sind unserem Ziel ganz nah. Schaut, der Stern, er ist stehen geblieben. Wochenlang sind wir ihm gefolgt mit unserer Karawane. Wir haben immer daran geglaubt, dass er uns den Weg zeigt und wir den neugeborenen König finden werden. Auch wenn es schwierig wurde. Und jetzt ist dort nur ein Stall. Aber ich höre Babygeschrei, ich höre den König. Balthasar, Kaspar, habt ihr eure Geschenke griffbereit? Ja, wir sind bereit. Gegrüßet seist du, neugeborener König. Wir bringen glänzendes Gold für den König der Könige. Wir bringen zum Himmel duftenden Weihrauch für den Sohn Gottes. Wir bringen heilende Myrrhe für den Erlöser der Welt. Wir wollen der ganzen Welt von dir erzählen. Alles fanden wir so vor, wie gesagt der Engelchor. Maria, Josef, Ochs und Rind, und in der Krippe lag das Kind, bewacht vom frohen Engelchor, selbst ein Esel stand davor. Drum freut euch mit uns, liebe Leut, in dieser schönen Weihnachtszeit, weil Gottes Sohn kam auf die Erde, damit es Friede bei uns werde.